Ich meine, ich glaube, hier in dem Raum sitzen ja sowieso fast nur Selbstständige, ne? Das habe ich so rausgehört. Und wir sind ja sowieso eine Minderheit. Ja, also genau wie Arbeitslose, genauso viele Selbstständige gibt es im Land. Sehr, sehr wenig. Und das heißt, wir sind schon mal so ein bisschen gewöhnter daran, eine Außenseiterposition zu haben. Aber natürlich ist man eben auch, wenn man ein bisschen anders ist, wenn man so ein bisschen aneckt, ist man anders. Also ich denke da zum Beispiel an Warren Buffett, der sich selbst als asozial bezeichnet hat während seiner Schulzeit. Oder an Bill Gates, der super unbeliebt war, weil er ein scheiß Besserwisser war. Oder an Coco Chanel, die eben auch schon immer gesagt hat, ich war ein Ego-Schwein und das hat auch meinen Erfolg begründet. Oder Steve Jobs, ja, also Steve Jobs galt ja auch so ein bisschen als Ekelpaket, zumindest während seiner Studienzeit, da war er sehr, sehr unangenehm und später im Unternehmen war er immer noch sehr, sehr kritisiert. Aber er hat eben gewusst, wer er ist, er hat auch gewusst, wer er nicht ist, nämlich ein zahmes, braves Kätzchen. Das ist er nun mal nicht. Und er hat auch nie versucht, das zu spielen. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir überhaupt nur erreichen können, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir nicht versuchen, irgendeine Rolle zu spielen, sondern wo wir uns tatsächlich selber verkörpern. Und das ist also auch insbesondere im Business, ich will es natürlich auch sehr aufs Business hier münzen, wichtig.